Wir sind jetzt hier wieder am Stand von G&G Armament hier auf der IBA 2018 und ein kleines Update eben zum LMG. Das hat jetzt den Mündungsfeuerdämpfer, der auch im Katalog ist. Ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig besonders. Was aber besonders ist, dass man die hier gewinnen kann. Also G&G gibt hier schon Muster raus. Die kann man hier, wenn man das 5x5 gewinnt oder eine besonders gute Zeit macht, kann man die hier gewinnen. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die nicht so spät auf den Markt kommen wird. Also wahrscheinlich wird die in den nächsten Monaten schon erscheinen. Weil sonst würden die Dinger nicht rausgehen, wenn es bloß Prototypen wären. Ansonsten haben wir hier auch noch ein paar andere Neuigkeiten. Und die schauen wir uns jetzt mal auf der anderen Seite an. Als erstes neue Produkt haben wir eben die SMC9. Interessant an der SMC9 ist eben, dass wir hier eben Pistolenkarabiner haben. Einziger Knackpunkt an der Geschichte, der mir nicht so gefällt, es schaut aus, als hätten wir ein Pistolen-Conversion-Kit, wo man die Pistole reintut. Ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern man tut hier nur den Rahmen und das Magazin der Pistole in den schon existierenden oberen Part rein. Also man tut hier nicht die Waffe mit Schlitten rein, sondern tut hier eigentlich nur das Griffstück anbringen. Von der Ergonomie finde ich das Ding ziemlich cool, muss ich sagen. Auch der Ladehebel ist eigentlich ziemlich cool. Feuerwehrhebel, die ganze Geschichte passt eigentlich ziemlich geil, muss man wirklich sagen. Ergonomie, auch der Klappschaft. Schaut ziemlich cool aus, gibt auch so eine ziemlich kleine Package. Ich fände es halt cooler, wenn man die ganze Pistole reinstecken könnte, statt da nur den Griff anzubauen. Also vom Design ist es eine richtig schöne Geschichte, muss man sagen. Ergonomie ist top. Nur, wie gesagt, beim Konzept wurde hier ein bisschen was verschwendet. Die nächste Neuerung, die eben hier gezeigt wurde, sind eben die Prototypen von Lee Enfield Mark I. Ist eben ziemlich überraschend angekündigt worden. Also Charlie von G&G hat einen Tag vor der IWA auf Facebook einen Post rausgehauen von der CAD-Zeichnung, also ein CAD-Modell von der Geschichte. Ist jetzt hier auf der IWA eben anfassbar, schon mit voller Holzschäftung und für den Prototypen schon einer sehr weiten Fertigung. Interessant ist, dass wir eben hier das Visier, ausklappbare und föhnverstellbare Visier haben von der Lee Enfield, vor allem Metallteilen, aber die Funktionen sind noch nicht richtig integriert in das System, also noch kein Feinschliff. Es sind wirklich noch neue Prototypen, muss man sagen, aber halt mit ausklappbaren Visier, Hülsenauswurf, herausnahmbaren Magazin, also von der Funktion her der Versuch genauso zu funktionieren wie das Original. Gibt es eben in zwei Versionen, hier in der ganz normalen Infanterieversion und hier mit vorinstallierter Mount, eben in der Scharfschützenausführung. Außerdem ist hier schon mal ein Cheekpiece mit angebaut. Ebenfalls eine sehr schöne Geschichte. Bin ich mal gespannt, wann die auf den Markt kommen wird.